Hallo und herzlich willkommen bei Krehend, kreatives Handgemacht. Ich bin Carola und begrüße euch zu einer neuen Folge in meiner kreativen Welt. Ich freue mich total, endlich wieder zurück zu sein und mit euch basteln zu können. Meine Schulter ist noch nicht wieder 100% fit, aber zum Basteln reicht es allemal. Und als erstes möchte ich mit euch heute eine Hochzeitskarte basteln, weil es ringsum wird wieder geheiratet. Das hatten wir irgendwie vor kurzem schon mal. Und ja, wie ich das gemacht habe, möchte ich euch jetzt zeigen. An Materialien habe ich wieder zurechtgelegt das Schneid- und Falzbrett, Cludots, das Falzbein, die kleine Bastelschere, dann ein Lochwerkzeug, der Menschenweiß und Glitzersteinchen. An Sinnlitz Forming, das blühende Herz aus dem aktuellen Jahreskatalog. Dazu empfiehlt sich die Präzisionsstanzplatte, weil man das dann aus der Stanzform einfach besser herausbekommt. Und zum Herausrollen auch noch die Schaumstoffunterlage und das Bürstchen dazu. Dann ein Stempelset für immer. Das ist aus dem Frühjahrskatalog gewesen, aber da gibt es auch viele schöne Stempelsets im aktuellen Hauptkatalog, die Hochzeitsgrüße beinhalten. Embossing-Zubehör und das weiße Embossing-Pulver brauchen wir natürlich, wer es mag, den Embossing-Body und was ihr sonst noch so alles verwendet zum Embossen und natürlich einen Heißluftföhn. An Papieren in Flüsterweiß 21 x 14,5 cm. Dann in der neuen In-Color-Farbe Libetta 9,5 x 13,5 cm und den Farbkarton Transparentpapier 10 x 14 cm und nochmal Flüsterweiß für Stanzteile. Zuerst falzt ihr 21 x 14,5 querliegend bei 10,5 cm für unsere Grundfalzkarte. Hier über Eck so legen und einmal kräftig mit dem Falzbein nachfalzen. Und darauf kommt dann das Limettepapier 9,5 x 13,5 cm mit Dimensionals. Dafür nehme ich jeweils in die Ecken einen halben Dimensional und in die Mitte nochmal einen ganzen. Mit der kleinen Bastelschere könnt ihr die Dimensionals schön einschneiden, sodass ihr halbe erhaltet. Und mit der Pinzette lässt sich es immer ganz gut aufbringen und eben auch die Schutzfolie wieder abziehen. Dann den Farbkarton auf die weiße Grundkarte mittig aufkleben. Und jetzt können wir unser Transparentpapier bearbeiten. Das wird dann mit Cludots hier oben drüber zum Schluss geklebt. Jetzt können wir zur Orientierung uns hier drauf unser Sinnlitzform legen, wo wir die ungefähr ausstanzen, also ungefähr den gleichen Abstand oben, unten und zum linken Rand. Und hier soll dann unten daneben der Spruch zum schönsten Tag. Zuerst stanzen wir aber die Form aus dem Transparentpapier aus. Dafür nehmen wir unsere Präzisionsplatte, legen das hier drauf und oben drüber dann noch eine Acrylplatte und so durch die Big Shot geben. Auf dieser Matte kann man dann schön diese Form ausrollen, sodass das hier ganz leicht dann rauskommt, das Transparentpapier. Und die gleiche Form stanzen wir jetzt nochmal aus dem flüsterweißen Papier aus. Denn das flüsterweiße Herz setzen wir dann hier in unsere Form ein in unserem Transparentpapier und dieses Herz kann man auf einer anderen Karte dann irgendwie einsetzen. Ja, so nach dem Ausstanzen erhaltet ihr eben dieses weiße Herz, was man jetzt so direkt hier wieder reinsetzen kann oder mit Dimensional ein Stück erhöht einsetzen kann. Man sieht es hier auch auf dieser Karte, die ich hier als Beispiel gemacht hatte, mit einem Federset. Das gibt es nur leider nicht mehr, dass man eben die Form ausstanzt und auch daneben setzt. Das gleiche könnte man auch machen mit einem aktuellen Stempelset, was ich persönlich sehr schön finde.
Und zwar dieses zur Hochzeit, da sind auch schöne Blüten dabei. Oder ihr könnt Stiefmütterchen nehmen und die mit der Stiefmütterchenstanze aufstanzen. Und was noch ganz toll ist, relativ am Anfang vom Katalog ist es drin. Hier. Und zwar den Orchideenzweig. Hier könntet ihr einfach mit einem Frimlit auch eine Orchidee ausstanzen, also dieses Loch, wo dann der Farbkarton jeweils durchscheint, und eine wunderschöne Orchidee stempeln und ausstanzen und dann versetzt darüber setzen, so eben, dass dieser Effekt entsteht. Durch das blühende Herz haben wir ja diesen Effekt automatisch, weil ja, wir eben diese Blüten und Blätter hier rausgestanzt haben. Und wenn wir das jetzt mal auf unsere Grundkarte setzen, sieht das dann so aus. Jetzt müssen wir aber zuerst noch den Spruch embossen. Dafür könnt ihr auch die Stempelunterlage nehmen. So. Dann das Versamark. Was wir jetzt brauchen, ist ein Embossing Body, um hier das Papier ein bisschen ja, einzuputtern, dass nicht überall der Glitzer hängen bleibt, oder beziehungsweise eben das weiße Embossing Pulver. Dann unseren Stempel. Einmal Versamark, mache ich hier kopfüber drauf. So. Und schon mal das weiße Embossing-Pulver bereithalten. Ich nehme dann immer so ein kleines Löffelchen zum drübergeben. Und jetzt hier aufstempeln, wenn es geht, auch relativ gerade. Und man sieht ja jetzt, wo die ausgestanzte Form ist, dass man einigermaßen mittig hier drauf geben kann. Leicht andrücken. Man sieht jetzt natürlich noch nicht, ob es richtig geworden ist. Zur Not muss man das dann halt noch einmal alles machen. Jetzt hier das Embossing-Pulver drüber geben. Und dann kann man das hier gleich wieder so zurückschütten. Abklopfen. Ist ganz gut geworden und jetzt muss es noch mit dem Heißluftföhn fixiert werden. Dafür lege ich mir hier eine Metallschale wieder unter, weil das dadurch etwas schneller geht mit dem Föhn, weil das auch von unten heiß wird und nicht ganz so von verfroren wird. Und ich habe es jetzt einfach in dem Deckel nochmal umgedreht und auch von der anderen Seite ein bisschen geföhnt, weil durch die Hitze das Papier ja immer wellt und so wird das dann wieder ein bisschen in die andere Richtung und es ist dann nicht ganz so schlimm verformt. Ja, jetzt hier hinten drauf auf das Transparentpapier Clue Dots, und die Clue Dots sollte man natürlich so aufbringen, dass man die vielleicht nicht unbedingt sieht. Und dafür könnt ihr dann hier noch diese kleinen Teile von den Sinlets noch in weiß Blüten ausstanzen, die dann entsprechend hier noch aufgesetzt werden können, dass die Clue Dots wieder verdeckt werden. Die gibt es eben in diesen zwei verschiedenen Größen. Aber jetzt versuche ich erstmal, die Clue Dots geschickt aufzusetzen, dass die eben verschwinden. Hier habe ich es unter einer Feder, noch einer Feder, unter einem Glitzerstein und hier ist auch ein kleiner Clue Dot drunter unter diesem Glitzerstein. Also vier Punkte habe ich hier fixiert und ja, das hält eigentlich sehr gut. Die Clue Dots rolle ich auch ein bisschen zusammen, dass die nicht ganz so groß sind. Auf der anderen Seite hat es auch den Effekt, dass das eben nochmal ein Stück erhöht, das Transparentpapier. Im Moment habe ich jetzt hier nur drei Clue Dots aufgebracht und unter diese Ecke hier oben, rechts oben, könnte man im Nachhinein noch eins drunter setzen. Da schaue ich dann erstmal, wie ich die Accessoires anordne und klebe das jetzt hier vorsichtig mittig auf. So, an diesen 1, 2, 3 Punkten sind jetzt die Clue Dots drunter und die müssen wir jetzt geschickt verstecken. Und zuerst klebe ich aber jetzt dafür dieses
Herz ein. Also wie gesagt, ihr könnt das direkt einkleben mit eben auch Kludotz, dann hat das die gleiche Höhe. Ich werde hier aber Dimensional verwenden, damit es nochmal so ein Stück rauskommt. Und dafür kann man sich auch Dimensionals wieder klein schneiden und die eben unter die Blüten setzen. Dann hält das auf jeden Fall. Zum Verzieren habe ich mir jetzt zuerst einfach drei transparente Blüten ausgestanzt und eine in Flüsterweiß. Die in Flüsterweiß und zwei transparente groß und eine transparente klein, um eben auch die Kludots abzudecken und ja noch mehr Fülle reinzubekommen in das Ganze. Unter diese Weiße setze ich jetzt einen Viertel Dimensional und das kommt dann hier über den Kludot drüber. Da kommt dann noch ein Glitzersteinchen drauf, dass das hier nicht mehr klebt in der Mitte. Und genauso einen Viertel Dimensional, ja, der ist noch nicht durchgeschnitten. Und da die transparente große Blüte, die eben an der Seite ein bisschen platziert ist. Also da wirklich nicht zu groß sind, Kludot, den Dimensional wählen, weil da muss dann ein Glitzersteinchen drüber und dieses Glitzersteinchen sollte das dann abdecken, diesen Dimensional, dass man den eben nicht mehr so offensichtlich sieht. Und diese zwei Blüten jetzt mit Kludots aufsetzen. Auch hier kommt ein Glitzersteinchen drüber. Diese setze ich auf die zwei größeren Blüten in dem Herz. Ihr könnt natürlich auch weiße Perlen draufsetzen. Das würde hier auch sehr schön aussehen. Ich nehme hier die Strasssteinchen. Und den Kludot, der hier oben in der Ecke ist, den sieht man gar nicht. Dadurch, dass das Herz ein bisschen höher ist, fällt er überhaupt nicht auf. Ihr könnt natürlich auch entsprechend mit einem Stempelset den Umschlag bestempeln, da es auch das schon ein wenig außen nach Hochzeit ausschaut. Das habe ich hier jetzt auch gemacht. Den Umschlag entsprechend in der gleichen Farbe bestempeln, wie die Hintergrundkarte ist. Und dann passt das wieder alles zusammen. Ja, so schnell kann man eine Hochzeitskarte gestalten, die ja ganz eindeutig nicht von der Stange gekauft ist. Das war wieder ein schneller Einstieg in die Bastelwelt und ihr seht, mit so Transparentpapier kann man gerade für Hochzeiten unheimlich tolle Effekte machen, dadurch, dass die Farbe, die eigentlich recht kräftig ist, dadurch eigentlich Pastell wird. Und es muss nicht immer rosa, rosé, Lachsfarben oder irgendwas in die Richtung sein. Es geht natürlich auch diese grelle Farbe, Limette, die finde ich mit diesem Herz wunderschön wirkt. Und in dieser Karte, die ich euch als Beispiel gezeigt hatte, da habe ich den Spruch mit einem Embossingstift selbst gelettert und dann entsprechend embossed mit weißem Embossingpulver. Und wenn ihr noch nicht so lettern könnt, jetzt ist auch online mein neuer Grundkurs zum Lettern lernen. Kleiner Einblick da rein. Ihr lernt Groß- und Kleinbuchstaben da drin, habt viel Platz zum Üben, zum Nachmalen und ja, hier habe ich schon reingeschrieben, das ist schon meiner, ja, also das ist normalerweise viel leerer, es steht nämlich immer nur ein Buchstabe da, den man dann nachziehen kann. Was man auch nachmalen kann, sind diese Banner und man kann sich das dann unendlich oft ausdrucken, natürlich, um das immer wieder zu üben. Und es sind auch freie Übungsblätter dabei mit Linienpapier extra fürs Lettern. Zum Lernen, dass man sich an die ja, Schräglage, leichte Schräglage, Neigung gewöhnt und natürlich ungefähr an die Größe, wie sind die Groß-, wie sind die Kleinbuchstaben und an punktkariertes Papier, eingedeutscht Dotted Papier, was natürlich auch hervorragend zum Bullet Journal führen geeignet ist. Also das alles findet ihr in meinem neuen Grundkurs auf. Meinem Blog werdet ihr dann zum Etsy-Shop verlinkt, wo ihr euch das runterladen könnt. Ja, also wer zukünftig seine Karten selbst belettern möchte oder manchmal zumindest, schaut einfach mal vorbei, schaut es euch an. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Basteln der Karte.
Wir sehen uns dann am nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin habt eine schöne Zeit. Genießt ja den Sommer, sofern das geht. Und bis bald. Ich freue mich auf euch. Tschüss. How far we have come.